Nichts beeinflusst uns mehr beim Handeln als die Angst. Die Angst vor Verlusten, die Angst vor Gewinnen, die man nicht mitgenommen hat. Und wie sich das auf unser Training auswirkt, das möchte ich Ihnen in diesem Video jetzt hier mal darstellen. Möchte Ihnen auch dann zum Schluss zeigen, wie Sie ja aus dem Teufelskreis der Angst einen Kreis des Erfolgs machen können. Die Natur hat uns ausgestattet mit dem Gefühl der Angst. Sie hat das gemacht, um uns zu schützen. Und wer in ein solches Gesicht schaut und keine Angst hat, der hat ein Problem. Denn man sollte genau in so einer Situation auch Angst haben. Aber beim Traden ist das genau eben falsch. Genau da brauchen wir diese Angst nicht, weil es nicht um Leib und Leben geht, sondern nur um Geld. Okay, finden wir doch mal heraus, was es bedeutet, und Angst beim Traden zu haben, beziehungsweise was die Angst mit uns macht. Jeder von uns, der im Straßenverkehr teilnimmt, kennt die Situation: vor sich ein schönes Auto, so wie hier dieser Wagen, leider nicht meiner. Wir fahren auf einer zweispurigen Straße, das heißt Gegenverkehr und unsere Straße. Jetzt vor uns dieses Auto bremst und blinkt und will nach links abbiegen. Wir denken uns, naja, okay, in der ersten Lücke wird er abbiegen, hat mich nicht groß aufgehalten und ich kann meine Fahrt fortsetzen. Jetzt kommt die erste Lücke und der Fahrer biegt nicht ab. Naja, wir werden schon ein bisschen ungeduldig und denken uns, naja, bei der zweiten Lücke wird er aber dann abbiegen. Dann kommt die zweite Lücke und der Fahrer biegt wieder nicht ab. Viele von uns werden jetzt zur Hupe greifen und werden ihn auffordern, abzubiegen. Und jetzt versetzen Sie sich in die Lage des Fahrers, des Wagens, und stellen sich vor, das ist ein Fahranfänger, der noch nicht viele Kilometer hat, und das ist ein neues Auto, was er auch noch nicht so kennt. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben hier Ihren Blinker gesetzt, wollen abbiegen, die erste Lücke kommt und Sie sind sich nicht ganz sicher, wollen nicht abbiegen und ob die Lücke groß genug ist. Und naja, die Lücke ist weg und Sie ärgern sich eigentlich, weil sie nicht abgebogen sind. Und dann kommt die zweite Lücke und auch die verpassen sie, weil sie sich nicht ganz sicher waren, weil sie Angst hatten, dort reinzufahren. Und spätestens dann beginnt das Gefühl der Angst, ihre Entscheidungen zu beeinflussen. Und die dritte Lücke, die dann viel zu klein ist, die werden sie wahrscheinlich nehmen und werden versuchen, mit Vollgas da durchzukommen und gehen ein großes Risiko ein. Und genau das ist das, was Angst mit uns macht. Nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch an der Börse. Und diese Angst wird geschürt durch fehlendes Selbstvertrauen. Das heißt, wenn ich dieses Fahrzeug nicht kenne, wenn ich keine Erfahrung im Straßenverkehr habe, fehlt mir das Selbstvertrauen und ich kann Situationen oft nicht so wirklich gut einschätzen. Aufgrund dieses fehlenden Selbstvertrauens entsteht oft Ungeduld. Wenn ich das eine oder andere verpasse, dann bin ich immer mehr bereit, eine Entscheidung zu treffen und werde ungeduldiger. Und dadurch gehe ich auch oft die falschen Trades ein. Das heißt, mein Einstieg an der Börse wird ein unbedachter Einstieg sein. Er wird zeigen, dass ich nicht diszipliniert war. Und ich werde auch meinen Trainingplan nicht einhalten. Das wiederum führt zu Verlusten und Sie werden es sich schon denken können, Verluste führen zu geringerem Selbstvertrauen. Was kann man dagegen machen? Als erstes mal, und ich glaube, da sind wir Männer von stärker betroffen als Frauen, wir müssen einfach die Angst akzeptieren und selber zugestehen, dass wir diese Angst vor einem Trade haben, diese Verlustangst haben, jetzt hier Geld zu verlieren. Und das müssen wir eingestehen und akzeptieren. Das ist der allererste Schritt. Jedes Mal, wenn wir uns unserer Angst stellen, werden wir an Selbstvertrauen gewinnen, Stärke und Zuversicht erhalten. Und die Angst wird immer kleiner, bis dass wir irgendwann mal aus dem bösen Säbelzahntiger ein kleines, niedliches Miezekätzchen gemacht haben. Das passiert aber nur dann, wenn wir uns unserer Angst stellen. Ich habe mal drei Punkte zusammengefasst, die dazu beitragen, eben aus dem bösen Tiger ein Miezekätzchen zu machen. Und
Das bedeutet planen. Jeder Profi, egal ob Sportler oder im Berufsleben, der erfolgreich ist, plant sein Vorgehen und trainiert sein Handeln. Und hier sind zwei wirklich gute Zitate, wie ich finde. Ein guter Plan heute ist besser als ein perfekter Plan nächste Woche. George S. Patton, amerikanischer General aus dem Zweiten Weltkrieg, hat das einmal gesagt. Und was ich auch sehr, sehr treffend finde, ist, wenn du nicht weißt, wohin du gehen willst, kann es sein, dass du ganz woanders ankommst. Auch das, oder das wurde von Yogi Berra gesagt. Was bedeutet das? Das bedeutet, sie müssen einen Trainingplan haben. Und sie müssen den jetzt und heute haben. Detailliert und niedergeschrieben. So wie wir es schon immer auch auf unserer Seite propagieren, sie müssen einen Trainingsplan haben. Vorbereiten, der nächste Punkt. Sie müssen körperlich fit sein. Sie handeln an der Börse gegen, naja, sehr erfolgreiche Händler rund um den Globus. Wenn Sie krank, unausgeschlafen oder verkatert sind, können Sie sich nicht zu 100% auf Ihren Job, auf Ihre Tätigkeit hier an der Börse konzentrieren. Und da fällt mir gerade noch bei ein, viele reden über Börsenspiele und betrachten die Börse als ein Casino. Ich kann Ihnen sagen, jeder, der das tut, wird sein Geld dort verlieren. Garantiert und definitiv. Die Börse ist kein Casino, die Börse ist kein Spiel, die Börse ist bitterer oder süßer Ernst, je nachdem, von welcher Seite auch man das aus betrachtet. Und wer diese Aufgabe nicht ernst nimmt, wird nicht erfolgreich sein. Zumindest nicht langfristig. Also, Sie müssen fit sein. Sie müssen körperlich fit sein, um diese Aufgabe erfüllen zu können. Und Sie müssen auch mental fit sein. Mental meine ich, Sie brauchen ein Umfeld, das ausgeglichen ist, das okay ist, womit Sie keine Probleme mit ins Training nehmen. Wenn Sie in einer schwierigen Partnerschaft sind, oft Streit haben und so weiter, dann sind Ihre Gedanken nicht konzentriert, fokussiert auf den Handel und Sie sollten Ihren Handel aussetzen. Sie müssen einfach zu 100% sich während der Zeit, in der Sie an der Börse handeln, sich auch auf dieses Thema konzentrieren. Das gilt nicht nur für den Handel mit echtem Geld, sondern auch für den Handel im simulierten Konto. Und Sie müssen trainieren. Profis, und ich schreibe und rede ja öfters mal davon, weil ich selber auch Pilot bin, Profis machen ihren Job, indem sie das, was sie dort tun und tun wollen, trainieren. In einem Simulator oder halt eben im realen, allerdings dann mit kleinem Risiko. Und genau darum geht es. Trainieren Sie. Sie haben die Möglichkeit, im Replay-Modus oder im simulierten Konto Ihren Trading-Plan umzusetzen und den ohne Verlustrisiko trainieren zu können. Ja? Und das Gute daran das ist der erste Schritt, um dem Teufelskreis der Angst zu entgehen. Denn Sie können damit Selbstvertrauen aufbauen und Vertrauen zu Ihrem Tradingplan. Und das ist das Allerwichtigste. Dieses Vertrauen, das Sie dort aufbauen können, hilft Ihnen dann in den nächsten Schritten. Kreieren Sie einfach Ihren persönlichen Kreis des Erfolgs. Wie das geht? Ganz einfach. Sie brauchen Selbstvertrauen, das habe ich gezeigt, indem Sie Ihren Tradingplan, den Sie ja detailliert erstellt haben, dann trainieren. Sie sind natürlich körperlich fit und Sie sind auch mental fit. Sie trainieren Ihren Tradingplan und erleben bei diesem Training, dass das erfolgreich ist. Und Sie stellen sich, wenn Sie die simulierte Variante des Handelns oder die Replay-Variante des Handelns real betrachten, so wie das jeder Pilot macht. Wenn Sie als Pilot in einen Simulator gehen, dann fliegen Sie im Kopf ein echtes Flugzeug. Sie sitzen nicht in irgendeiner Spielekonsole, sondern in Ihrem Kopf passiert genau das, was auch in einem echten Flugzeug passiert und Sie behandeln diesen Job auch genauso, als ob Sie in einem echten Flugzeug sitzen. Für einen Piloten gibt es da keinen Unterschied zwischen Simulator und richtigem Flugzeug. Durch dieses realitätsnahe Trainieren finden Sie Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen führt dazu, dass Sie wissen, Ihr Tradingplan funktioniert und Sie können auf das richtige Signal warten.
Denken Sie zurück an den Straßenverkehr, an die Lücken. Auch wenn Sie die erste und zweite Lücke verpasst haben, werden Sie, wenn Sie genügend Selbstvertrauen haben, nicht unbedingt die dritte nehmen, sondern sogar noch auf die vierte oder fünfte Situation warten, weil Sie wissen, Ihr Tradingplan, wenn Sie den einhalten, werden Sie erfolgreich sein. Das Selbstvertrauen haben Sie und wer da hinter Ihnen hupt, der soll sich die Batterie leer hupen, das ist Ihnen ganz egal. Sie warten ab, bis das Signal kommt, welches Ihr Tradingplan Ihnen vorgibt. Das führt zu diszipliniertem Handeln und diszipliniertes Handeln führt zu kontinuierlichem Erfolg. Und damit haben wir den Teufelskreis gebrochen und einen neuen Kreis aufgebaut. Und aus Angst kann Erfolg werden. Ich möchte jetzt nochmal die vier Punkte zusammenfassen. Akzeptieren Sie Ihre Angst. Planen Sie Ihr Handeln, schreiben Sie einen Tradingplan auf. Nicht nur irgendwas im Kopf, schreiben Sie ihn detailliert auf. Bereiten Sie sich körperlich und mental auf die Börse vor, auf Ihre Tätigkeit und trainieren Sie. Wenn Sie das machen, haben Sie einen großen Schritt dahin vollführt, aus Ihrer Angst Ihren persönlichen Erfolgskreis zu machen. Das war das erste Video dieses Jahr. Ich hoffe, es hilft Ihnen weiter. Und ja, ich freue mich auf eine erfolgreiche Zeit mit Ihnen in 2013. Auf dass die Börsen uns all das bringen, was wir uns von Ihnen wünschen. Und auf dass wir das tun, was wir tun wollen. Ja? Und denken Sie daran, ein guter Tradingplan heute ist viel besser als ein perfekter Tradingplan nächste Woche. Mit den Worten möchte ich mich verabschieden und drücke Ihnen die Daumen für dieses Handelsjahr.